Hallo und herzlich willkommen. Es ist ja schon eine ganze Weile her, da habe ich ein ganz kurzes Short-Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass es hier bei Globus in Tönes Forst ehemals Real Masters-Figuren gibt. Es waren aber nur zwei da. Ich glaube, es war, was war es nochmal gewesen? Ich glaube, Eternian Goddess war das oder Stinko, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren das schon ältere Figuren. Und ich hatte ja damals die Theorie geäußert, dass das vielleicht einfach nur noch Restposten von Real sind, weil das war ja früher Real gewesen. Und heute wollte ich diese Theorie... Da fährt jemand mit so einem Quad hier rum, so. cooler Typ. Jetzt hat er mich rausgebracht mit seinem Quad. Genau, heute wollte ich diese Theorie überprüfen. Einfach mal, um zu gucken, stimmt das wirklich? Weil ich habe auch von anderer Stelle gehört, dass manche Globusmärkte durchaus aktuelle Masters-Figuren im Sortiment haben. Das hat mich stutzig gemacht. Da habe ich gedacht, so okay, doch keine Real-Restposten, jetzt muss ich auch mal nachgucken. Und jetzt werden wir diese Theorie überprüfen, da kommt mal mit. Ja, ihr kennt die Location hier noch einigermaßen. Ich bin ja früher regelmäßig hier nach Real gegangen, habe meine Masters-Figuren gekauft. Und ja... Also wäre schon cool, wenn es hier aktuelle Masters-Figuren geben würde, weil ich sag mal, bei Kaufland kriegst du keine. Und ja, also wenn Globus, was das angeht, in die Fußstapfen von Real treten würde, das fände ich schon richtig klasse. Aber komm, genug geschnackt, jetzt gehen wir mal rein und dann gucken wir mal, ne? Ich sollte echt aufpassen, wenn ich in meinem Auto Videos aufnehme, weil in der Nähe von meinem Auto stand so ein junges Pärchen und die müssen irgendwie mitgekriegt haben, dass ich da mit meiner Kamera am Film war. Was gucken die ganze Zeit rüber? Und jetzt, wie ich über den Parkplatz gehe, da sehe ich schon wieder Leute. Ach ja, wir mögen Menschen. Okay, let's go. Herzlich willkommen. Ich werde verrückt. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Mein Gott! Also damit habe ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Also, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich bin hier wirklich bei Globus, ja? Und hier liegen nagelneue Masters-Figuren der aktuellen Wave. Montana, Pickhead und die 2000er. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Also Freunde, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, irgendwas zu finden. Ich war wirklich der Meinung, dass es Restposten von Real waren, was ich letztes Mal gesehen habe. Und wer weiß, vielleicht war das ja auch so. Und ich wollte einfach nur meine Theorie überprüfen, aber ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, die komplette aktuelle Wave hier zu finden von den Origins. Das glaube ich nicht. So, ihr kleinen Nasenbären, ich bin wieder zu Hause und... immer noch geschockt. Ich glaube immer noch nicht, was da gerade passiert ist. Vor allem, wenn ich euch gleich noch eine Geschichte dazu erzähle, aber eins nach dem anderen. Ich war immer der Meinung, das Ende von Real bedeutet auch das Ende des entspannten Masters-Shoppings. Und teilweise stimmt das ja auch, weil bei Kaufland kriegst du keine Masters-Figuren. Und so gerne ich auch bei Smith Toys einkaufe, Smith Toys hat nicht immer das Aktuellste da. Das kann da schon mal dauern. Also Real war da eigentlich immer ziemlich gut, was die aktuellen Waves angeht. Und ja, als ich da, wie gesagt, vor Ewigkeiten dieses kleine Short-Video machte, wo ich sagte, hey, bei Globus habe ich zwei Masters-Figuren entdeckt, da war ich ja wirklich der Meinung, dass das Restposten von Real waren. Und vielleicht war das zu dem damaligen Zeitpunkt auch so. Und jetzt finde ich da einfach mal die komplette aktuelle Wave. Also das ist Wahnsinn. Also da kann sich Globus... nicht los. Durcheinander, ne? Da kann sich Kaufland echt mal eine Scheibe von abschneiden. Also, liebe Leute von Kaufland, wahrscheinlich seht ihr dieses Video nicht, aber wenn ihr es seht, bitte nehmt Actionfiguren mit in euer Sortiment, auf, vor allem Mastersfiguren. Weil Kaufland hat ja Spielwarenabteilungen und je nachdem, was es für ein Kaufland ist, sind die auch recht groß, muss ich sagen. Und die Spielwarenabteilung bei Globus, die ist nicht groß, die ist klein.
Die ist nicht viel größer als mein Wohnzimmer hier. Ja, also das ist nicht viel, aber trotzdem schaffen die es, so eine geile Scheiße damit ins Regal zu stellen. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, was da zu finden. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was echt spooky ist. Ich hatte überhaupt keinen Bock, nach Globus zu fahren. Ich wollte da gar nicht hin. Weil ich war einfach nur müde von der Arbeit. Ich lag sogar schon im Bett. Ich hatte schon was gegessen, was getrunken, einen Film geguckt, bin dabei zwischendurch sogar eingenickt. Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, nach Globus zu fahren. Aber kennst du das, wenn du plötzlich so einen unsichtbaren Arschtritt kriegst? Von Glory, Glory, Halleluja, keine Ahnung woher. Jedenfalls hatte ich plötzlich diesen Impuls. Ich hatte diesen Impuls, so, und du setzt dich jetzt in dein Auto und fährst nach Globus. Und während ich diesen Impuls hatte, habe ich noch gedacht, so, nee, was soll ich da? Ich bin müde, ich will jetzt schlafen, ich bin eh schon halb am Pennen und ich kann auch nächste Woche noch dahin. Und da kam wieder dieser Impuls, du fährst jetzt nach Globus, nicht morgen, nicht nächste Woche, jetzt. Jetzt. Also bin ich diesem Impuls gefolgt, bin dahin gefahren und noch auf dem Weg dahin habe ich gedacht, ich finde eh nichts. Die haben nichts. Das war ein Restposten letztes Mal. Ich werde da nie im Leben was Aktuelles finden. Ja, und dann habt ihr es ja gerade gesehen. Also, ich bin so geflasht, ey. So, aber jetzt haben wir genug geschnackt. Jetzt zeige ich euch mal, was ich geholt habe. Ich meine, ihr wisst ja selber, welche Figuren zur aktuellen Wave gehören. Das brauche ich euch eigentlich nicht zu erklären. Aber sau mal ehrlich, ihr wollt, dass ich es euch zeige und ich will es euch zeigen. Wir sind da auf einem Level. Wir sitzen alle in einem Boot. Also, viel Spaß mit den Einkäufen von Onkel Retro. An dieser Stelle nochmal Globus. Danke, 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 dass ihr da in die Fußstapfen von Real getreten seid. Und Kaufland, bitte, nehmt euch ein Beispiel dran. Tut nicht weh. Ihr könnt das. Ich glaube an euch. Tschakka. So, eins vorweg. Ich werde natürlich zu den Figuren auch noch Unboxing-Videos machen. Aber nicht jetzt, das wird einfach zu viel. Jetzt zeige ich euch einfach nur... Was schwebt da? Staubfussel oder spukt's hier? Fliegen hier gerade Geisterobs rum? nein, ich denke mal, das ist einfach nur... Keine Ahnung, was das gerade ist. Also wenn es hier spukt, ja, würde mich nicht wundern. Sieht aus wie kleine UFOs, die hier lang fliegen. Cool. Also, beim Onkel Retro spukt's gerade. Sehr schön. Haben wir das auch schon geklärt. So, also, wir fangen an mit He-Man in der 2000er Version. So, ich habe, als ich das erste Mal Fotos gesehen habe von diesem He-Man, war ich mir nicht sicher, ob ich ihn mögen würde. Aber jetzt, wo ich die Figur wirklich da live in Händen gehalten habe, war ich doch recht positiv überrascht. Wir sehen hier natürlich den 40-Jahres-Sticker, weil He-Man wird ja dieses Jahr 40. Happy Birthday. So, da haben wir hier die schöne 2000er-Rüstung, ne, aus dem 2000er-Cartoon. Mit Origins-Kopf, aber mit der 2000er-Frisur. Und ich muss sagen, das sieht viel besser aus als auf den Fotos, die ich zuerst gesehen habe. Ich bin doch positiv beeindruckt und positiv überrascht. Ein neuer Mini-Comic liegt dabei, also beziehungsweise ein neues Bilderbuch. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, die Figur auszupacken. Es gibt ja schon seit einiger Zeit die 2000er Evelyn. Die habe ich ja auch. Ja. Wir haben auch den 2000er Prinz Adam. Schön. Ja, dass die Artworks klasse sind, das wissen wir ja schon. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht allzu detailliert auf die Figuren ein, da sie ja eh alle noch ausgepackt werden in anderen Videos. So, dann haben wir den 2000er Skeletor mit der schönen Rüstung aus dem 2000er Cartoon. Wirklich gut gemacht. Auch der Kopf gefällt mir, der sieht richtig böse aus. Ist nicht so ein lieber, grinsender Totenschädel. Ich meine, 2000er Cartoon hatte Skeletor auch als Actionfigur ja auch schon ziemlich bösen Kopf. Und ich muss sagen, den haben die auch wirklich sehr gut hinbekommen. Auch hier wieder den 40er Sticker. Auch hier sehen wir Skeletor, wie er mit seinem Widderstab
offenbar versucht, etwas zu zerstören. Ich denke mal, es soll die mystische Mauer sein. Wer den 2000er Cartoon gesehen hat, der weiß ja, dass Skeletor mit seinen Freunden in der Hemisphäre der Schatten gefangen ist und dann versucht, die mystische Mauer zu durchbrechen, um ja quasi seine Freiheit wieder zu erlangen. Und ich denke mal, dass das hier diese Szene sein soll. Weil wir sehen ja überall Vulkane und so, ja, ich denke mal, dass es die Hemisphäre der Schatten sein soll und das wahrscheinlich die mystische Mauer. Hier sehen wir Evelyn, Beastman und Whiplash. Ja, wie gesagt, die 2000er Evelyn habe ich ja bereits. Ich mag diese Artworks. Richtig schöne Origins-Varianten. Gefällt mir sehr gut. So, dann kommen wir zu einer Figur, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, und zwar Mantenna. Den arglistigen Spion der wilden Horde. Ja, auch wieder mit dem 40er Sticker. So, der Mini-Comic dürfte ja bei allen Figuren der gleiche sein. Ne, ist ja mein einer Wave. Und ich muss sagen, Mantenna sieht seinem 80er Vorbild sehr ähnlich. Also, den haben die auf den ersten Blick zumindest gut hinbekommen. Und das kann man jetzt schon sehen. Endlich hat Mantenna vier Füße, die auch wie vier Füße aussehen. Weil bei der Vintage-Figur sind die vier Füße so zusammengestellt, dass sie eher wie zwei Füße aussehen, also wie Doppelfüße. Und ja, also wenn ich den auspacke, dann werden wir das auch noch richtig sehen können. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Ja, langsam wird die wilde Horde immer größer. Hordak haben wir ja schon bekommen. Dann haben wir Basso Hordak schon bekommen. Wir haben Mosquito bekommen, den Horde Trooper und Leech steht ja auch bereits in den Startlöchern. Ja. Hier sehen wir Mantenna, im Hintergrund Hordak und Grizzlor und sie kämpfen gegen die Schlangenmenschen. Hier vorne sehen wir Tang Lesher und Rattler und im Hintergrund King Hiss. Soll das eine Andeutung sein, dass die Schlangenmenschen bald kommen? Vermutlich. Macht Sinn. So, und zum Schluss noch eine Figur, die die Welt nicht braucht, die aber trotzdem lustig ist, und zwar Pighead. Ja, ich habe zu dieser Figur eine ähnliche Meinung wie zu Sunman. Man muss diese Figur nicht haben. Ich habe ihn trotzdem mitgenommen, der Vollständigkeit halber. Ja, ich weiß, ich bin ein Sammler und so mit ein bisschen... ich habe einen an der Klatsche. Ich hätte die Figur auch stehen lassen können, aber ich wollte sie mitnehmen. So. Auch hier ein Artwork, das ich nicht so richtig interpretieren kann, weil ich mich damit null auskenne. Aber es sieht trotzdem cool aus. So, legen wir sie alle nochmal nebeneinander. Pighead, Mantenna, 2000er Skelly, 2000er He-Man und der Onkel Retro ist einfach nur glücklich und zufrieden. Ja, gut, dass ich meinem Impuls gefolgt bin, ne? Stellt euch mal vor, ich wäre nicht nach Globus gefahren oder erst nächste Woche oder so und die Figuren wären dann vielleicht schon weg gewesen. Und dann hätte ich mich in meiner Theorie bestätigt gefühlt. Ja, hab doch gesagt, da gibt es nichts. Aber es ist nie verkehrt, seinem Impuls zu folgen. Also... wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst irgendwas tun, ja, meine Güte, vertraut auf eure innere Stimme oder was auch immer euch da pusht. Also, ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich bin aber auch sehr glücklich, dass ich die aktuelle Wave jetzt vollständig habe. 16,99 ist ein Preis, wo du nicht meckern kannst pro Figur. Also, der Abend ist gerettet. Damit wünsche ich euch ebenfalls einen schönen Abend. Danke, dass ihr dieses Video gesehen habt. Danke, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Falls nicht, könnt ihr das gerne ändern, indem ihr einfach auf dieses Abonnieren-Feld drückt. Und sobald das nicht mehr rot ist, wenn es rot ist, dann ist es falsch. Wenn es nicht mehr rot ist, habt ihr alles richtig gemacht. Ja? Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Onkel Retro.